Moin. Achtung, es wird dieses Video empfohlen, mit Kopfhörer zu hören. Und mein Gott, nochmal ein bisschen leiser an solche Scheiße stellen. Hier, der Latte kommt wieder runter. Gelb, Verwarnung, es heißt die Latte, nicht der Latte. Wieso jetzt gelb für die oder der oder das Latte? Sinniger Finn, er dreht heute völlig am Rad. Wo hast du die Pfeife denn weg? Und die Karten? 9:30 Uhr und mir ist schon wieder im Brass. Billige Brass. Jetzt auf damit. Gelbe Karte. Ja, dann habe ich jetzt zwei gelbe Karten, oder was? Ich bin im Brass. Wieso bist du im Brass? Du, ich bin im Brass, nicht mir ist im Brass. Hab ich doch gesagt, willst du mir verarschen, oder was? Dasselbe mit dir. Was ist denn jetzt schon wieder? Nochmal gelb. Was? Dann habe ich jetzt drei gelbe Karten. Rot. Auf wen geh jetzt? Hör auf mit deinem Pfeifen. Nochmal gelb. Wir stehen hier schon wieder seit 10 Minuten. Wir wollen aufräumen mit dem System mit Udo. Also geht jetzt los. So, liebe Leute. Darf ich jetzt weiterreden? Ohne dass eine gelbe Karte rauskommt jetzt. Ja, der Kommentare von Klugscheißer. Rot. Warum? Das heißt, ich habe Kommentare von Zuschauern bekommen. Jim, ich habe doch gesagt, ich habe Kommentare. Du hast mir gesagt. Ja, ich habe Kommentare von Zuschauern bekommen. Warum man so eine dreckige Plane hier nach oben hin tut? Dann habe ich noch einen Kommentar gekriegt, warum ich das mit so einer Leiste da festmache. Wer hat ja nur gedacht, dass er nicht runterfällt? Darum ist ja aufräumen mit System mit Udo, Plane runterholen, ausrollen, hinlegen und sauber machen. Und ordnungsgemäß mit System wieder einrollen und vernünftig weglegen. Wieso machen wir das nicht von Anfang an so? Ja, weil hier so eine Unruhe war. Ich wollte das nur im Raus haben, schnell alles. Weil hier waren 20 Mann hier ungefähr und dann habe ich dich noch dazu. Jetzt ist schon alles hier mit Ordnung bedacht. Wir haben hier richtig schon was geschafft. Und stehst da auf dem Netz. Ja, das Netz kommt dann noch zum Zuckerplatz von der anderen Seite. Der brauchst du noch gar nicht. Fehm ist noch nicht aufgeräumt. Und das will ich dir auch jetzt sagen. Das hat Wilfried gesagt. Da geht er mit aller Ruhe bei und sortiert das ein in diesen Behältern. Schraube zu Schraube, Scheibe zu Scheibe. Und Wurst zu Wurst. Hau ab mit deiner Wurst. Aufräumen mit System, mit Udo. Mir hat wirklich schon viel geschafft. Was? Da haben sie ihnen jetzt ein Spielzeug gegeben. Aufräumen mit System, mit Udo trägt schon Früchte. Wir haben schon viel geschafft gegenüber das letzte Mal. Anhänger ist ziemlich voll mit Schrott. Lagerregal ist auch schon Goldschätzchen geworden. Schön mit System eingeräumt. Schläuche hängen vernünftig, damit man die so runternehmen kann. Ich finde es schon gut. Ist eine Augenweide. Hier liegt noch eine Schraube, Udo. Der kann mal passieren. Hier wurde noch nicht gefegt. Mein Gott, das ist noch von der anderen Seite. Da müssen wir von da rum. Was hat der? Hier liegt noch eine Wurst. Oh, hau ab mit der Wurst! Du verfolgst mich schon seit Tagen mit der Wurst. Was soll das bringen? Running Gag, Udo. Running Gag. Das ist kein Gag mehr. Ich hab dir das schon mal gesagt. Ich möchte eine Mettwurst. Dann bin ich auf den Gag ein. Dann gehe ich sofort mit, wenn ich eine Mettwurst kriege. Ich weiß schon, wer du vorhast wieder. Da brauchst du gar nicht Zeit. Weil da ist nämlich das Problem. Was ist hier passiert, Udo? Mir hat gestern den Fahrtwagen sauber gemacht. Hier, das zeige ich dir auch. Legt alles im Wasser, dass es einweicht. Das ja. Ist hier aber ja wirklich aufräumen mit System, mit Udo oder was? Ein Moment denn. Wird alles vernünftig nachher in unseren Werkstatt vernünftig an der Wand gemacht. Also hier wird sogar Peter Ludolf blass. Also du hast hier ein reinsten Ordnungssystem drin, wa? Ein Ordnungssystem, stimmt. Fahren zu fahren, Schippe, Hake zu Schippe, Hake. Flatterbahn zu Flatterbahn. Das Einzige, was mir noch stört, sind die Kartons. Die müssen doch eben nach vorne gebracht werden, zu Pappe. Wenn du hier so einen Blick reinwirfst, ja. Ist das Einzige, was dich stört, die Pappe. Ja, und das bisschen wegräumen, das machen wir doch alle. Du, ganz ehrlich, hat Jesus Welt auf einen Tag erschaffen? Nein, in der Ruhe liegt die Kraft und es wird in Ruhe aufgeräumt. Kurze Frage. Ja. Wie lange hat Gott denn gebraucht, die Welt zu erschaffen? 365 Tage. Bist du blöd oder was? Ein Jahr! Ich gefragt 365, deshalb wegen 365. Dir ist Hopfen und Malz verloren, du Haiupai. Schule nicht aufpassen und mir vorführen wollen. Das sind sie. Was machen wir denn jetzt? Ich muss lauf da noch so blöd hin. Hau mit deinen Quadratlatschen, dass du nicht in die Farbe trittst. Dann hast du das nämlich. Und dann tust du das bei dir im Pfarrhaus oder in der Wohnung reinschluren. War wieder knapp. Er hat's geschafft. Du bist. Oder oh, das ist ja doch feucht, du. Ja, hab ich dir doch gesagt!
Warum machst du es nicht gleich weg? Wieso rede ich eigentlich noch mit ihm? Warum eigentlich? Ich habe ihm das erklärt, er soll aufpassen, dass ich reintrete und der nächste Tritt ist da drin. Weil er doof ist, weil er in der Jugend früher mit den Kühen in der Weide gestanden hat, anstatt zu lernen. Ja. Dann krieg ich wieder Lachen, wenn du nachher so... Dann ja, aber wieso machst du das nicht weg? Mir musste gestern zu Schicht. Meine Fresse, tritt er da... Also wirklich, das kannst du nicht stellen, das kannst du nicht erfinden. Ich hab's ihm vorher gesagt und der nächste Tritt ist da rein. Du bist aber immer noch nicht auf die Idee gekommen, das einfach mal wegzumachen. Nee, mir hatte jetzt gestern erstmal Schicht und mir hat auch keinen Lappen mehr. Guck mal, Udo, hier wachsen schon Pilze. Herrgott nochmal, mir hat keine Zeit für Pilze. Mir hat aufräumen mit System mit Udo. Jetzt machen wir Latte ab, Plane rausholen, ausbreiten und sauber machen. Also abziehen, mir ist ja nicht blöd, man hat nur halb festgemacht. So, sieht sie. Das ist System. Jetzt verstehst du Udos System. Ganz leicht gezogen und ist ab. Das ist das System von Udo. Ist das auch so bei der Meierwerft, wenn du Schiffe baust? Nein. Einfach nur so ganz leicht geschweißt und wenn es untergeht, dann ist das System mit Udo. Nein, das ist System mit Udo mit Schweißen. Das ist eine ganz andere Philosophie für sich. Kriegt das Wort ja nicht raus, aber du weißt, was ich meine. Ne? Philosophie. Das ist so schwer, ist das. Ich hab, das ist, ab und zu sitze ich zu Hause und mache mir selber die Wörter, sage ich mir dann vor. Und ich kriege das nicht hin. Da kann ich, und dann tue ich das immer, weißt du, googeln. Und dann lasse ich mir das mal sagen, dass ich das mal in den Kopf kriege. Aber dann habe ich auch noch Fehler dabei. Liebe Zuschauer, aber das könnt ihr mir jetzt glauben. Ich gucke alle Videos seit 4 Jahren selber zu Hause und muss über mich selber lachen, weil ich bin eben so. Ich, ab und zu, da können wir wirklich, dann sage ich aus, mein Gott, was hast du da dann wieder gemacht? Nee, das ist schon schwer, mit mir selber zu glauben, dass ich das bin. Jetzt ist vorbei mit Glauben, jetzt müssen wir Plane sauber machen. Ja, aber ich mache eine schöne Aufnahme davon. Ja, aber du musst mit anpacken. Hey, da. Wieder lachen, ne? Und die Zuschauer auch. Zeig mal, das ist jetzt ordnungsgemäß ausgebreitet und sauber gemacht. Wer hat das eigentlich aufgenommen? Wilfried! Wilfried! Kannst du mit anpacken? Um zu rauchen, anstatt mit System mir zu helfen. So sieht das bei dir zu Hause aus, wenn deine Mama die Schlüpfer aus dem Wäschekorb holt. Riesenzelt. Leg dir eine Minute an. Ja, warte. Jetzt kommt Wetter. Welche willst du haben? Such dir eine aus. Zieh eine raus, dann ist die Ding. Okay. Ja, jetzt habe ich die 6. gelbe Karte heute schon empfangen. Aber du kennst doch noch die Regel. Für jede gelbe und rote Karte gibst du mir hier was zu trinken und essen aus bei Heimspielen. Haben wir nicht gesagt. Ich aber, ich bin Schiedsrichter. Und wer hat zu sagen? Ja, der Schiedsrichter. Ja, sind wir aber beim Spiel? Nee, aber Sonntag. Du kannst nicht selber entscheiden, was Bestimmungen hier dann da sind. Ich bin doch der Schiedsrichter. Ich habe die Regeln nicht gemacht, Udo. Das sind ja deine Regeln. Ja, ja. Aber ich habe sie nicht gemacht. Wer hat die denn gemacht? Der Schiedsrichter. Ja, du bist doch jetzt der Schiedsrichter. Hey, willst du mich jetzt verarschen oder was? Du hältst mich schon wieder den ganzen Tag von Arbeit ab. So, jetzt einmal rüber hier. Und von der Antilope brauchst du nichts erwarten. Nee. Bitte lass die Kamera eben ganz kurz an. Mal mir einfach sagen. Liebe Zuschauer, wisst ihr eigentlich, wie Wilkes Mama seine Schlüpfer bügelt? Sie fährt mit der Dampfwalze drüber, weil die genauso groß sind. Fang erst mal so an. Erstmal die erste. Was? Ja, wir haben hier keinen Platz zum Ausfalten. Nee, wir haben überhaupt keinen Platz hier. Überhaupt nicht. Hey, auf meine Sportanlage kommen die Dinger nicht. Ja, aber du kannst es doch jetzt nicht halb fertig wischen und dann wieder halb dreckig da rein. Ja, Udo, das ist nämlich der Grund. Weißt du, was ein Grund gleich ist? Ha? Weißt du, was ein Grund ist? Nee. Nee. Es Grund, es Grund, los, nieder. Jetzt hat er's. Ich knall dir eine. Ich kann ja nicht einfach eine halbe Plane sauber machen und den Rest schmutzig wieder reinlegen. Das ist genau wie beim Duschen. Du fängst oben an und hörst unten auf. Wie wäschst du dich denn? Gar nicht. Dann stinkst du auch so wie Niltes.
groß ist die denn? Das habe ich doch gerade den Zuschauern erklärt. Genauso groß wie dein Schlüpfer. Die kleine Seite gerade sauber machen und den Rest dreckig lassen. Guck mal, wie groß das Ding ist. Ja. Und guck dir mal von innen an, wie sauber der ist. Dann müssen wir ihn umdrehen. So, klare Aufgabenverteilung. Wilfried macht den Wagen sauber. Du, Wilke, mit deinem Dinosaurierkörper machst die Tor sauber und mir macht die Plane sauber. Noch Fragen? Nein. Darf ich dir eine Frage stellen? Ja, was denn? Wieso nimmst du nicht einfach einen Schlauch, kippst da ein bisschen Spüli drauf? Nein, weil ich das jetzt einschuppe und dann tue ich gleich mit einem Schlauch das runterspritzen. Dann ist das sauber. Und wenn du das so machst, wie ich das sage, ist es dreckig. Ja, ist es auch. Weil dir keine Gehirnzellen hab. Du musst doch erst schrubben. Du läufst jetzt mit dem kleinen Eimer rum, kippst das da drauf und schrubbst. Ja. Warum dann nicht Spülmittel drauf und gleich mit dem Schlauch und schrubbst? Kommst auf selbe hinaus, nur dass du im Schlauch alles nass hast. Ja, mir so machen, wie mir will. Und du gehst jetzt beim Garagentor und machst das sauber. Dann hast du nämlich auch ein System. Wilfried? Ja, bitte. Du kannst es auch weglegen und dann einfach die Fläche. Ja. ist auch einfacher, ne? Wieso nicht einfach alles einmal runter und dann wischen? Nee. Also die schmutzigen Sachen legst du dann wieder dahin, wo du frisch gewischt hast. Ja, genau. Was ist das jetzt denn vor? Hey, du fragst jetzt in aller Ernst, was ich jetzt vorhab. Also doch mein Tipp befolgt. Nein, jetzt muss ich das absprühen. Ach, ich... Ist egal. Da will ich dir auch ganz ehrlich sagen, mit dem Wagen, dass das hier alles sogar verteilt ist. Der Wagen ist komplett eingeräumt. Das haben die, als sie den Umbaumaßnahmen, stand der Wagen im Schiedsrichterbude und da haben die das alles draufgeschmissen. Und das müssen wir nur hier oben abräumen. Alles andere ist vollständig schön eingeräumt. Das hat Wilfried mir rausgenommen, weil er das brauchte. Ne? Der Wagen ist sonst tippitoppi in Ordnung. Ihr zeigt euch das eben, tippitoppi eingeräumt. Du bist nämlich dankbar mit dem Wagen. Komplett. Das ist der Schraubenzieher, der hier reingehört. Zack. Mir ist sehr dankbar, dass ich das gekriegt habe. Wir müssen den Wagen aber ein bisschen beiseite stellen, sonst kann ich das vor nicht putzen. So. Aber ich lob dich, du hast die ganze Zeit ich gesagt, das war richtig, Udo. Diesmal keine Verwarnung. Ey, ich verwarne dich gleich. Hat dich schon jemand mit dem Kopf durch den Garagentor? Ich verstehe dich nicht, Udo, du musst näher ans Tor kommen. Hat dich schon jemand mit dem Kopf durchs Garagentor geklopft? Nee. Nee, aber ich gleich, dann weißt du, was weh tut. 10 Minuten stehst du da. 10 Minuten war ich da am Schrubben. Da hättest du das Garagentor schon sauber machen können. Und dann, wenn ich da reingehe, dann bist du auf die glorreiche Idee gekommen, jetzt mach ich das Garagentor sauber. Bei dir nicht mehr alle hat. Ich wollte auch nur helfen. Ja, helfen. Helfen ist, weißt du, was das Helfen bei dir ist? Chaos verursachen. Ah, füllst mir die ganze Scheiße auch noch in die... Digga, wie solche Ölgötzen herum. Scheiß Knoten. Auf zu ziehen! Wassermarsch!
Was willst du damit? Wischen. Das ist doch nicht zum Wischen. Du musst dir ein Tuch holen zum Wischen. Du kannst doch nicht mit so einem Fließding da wischen. Das ist für meinen Farbwagen, wo ich den absetze. Hört's aber auf. Dir verwechselt auch Apfelkuchen mit Bremsscheiben und wunderst dir, wenn dir die Zähne rausfallen. Nein, ich kann doch nicht das schmutzige Handtuch nehmen. Nein, kannst du nicht. Nein, Udo, ich habe das einmal vernünftig mit Verstand gemacht, was du die letzten 700 Jahre nicht gemacht hast. So lange lebe ich noch gar nicht. Nee, aber guck mal, du kannst doch nicht hier. Damit soll ich jetzt das Garagen. Das ist nämlich System mit Udo. Mit einem schmutzigen, nassen Handtuch soll ich jetzt das Garagentor. Was ich gerade sauber gemacht habe, soll... Na, Udo. Ich zeig dir das nur. Nee, du zeigst mir gar nichts. Du gehst mal hinten bei deiner Plane bei. Achso, ich soll den Riesenplan alleine da verarbeiten? Ja, nimm doch das Handtuch. Ja, hast du Sinn, alle oder was? Das ist schmutzig, das darf ich ja nicht benutzen. Du bist so blöd, bist du. Gar nicht mehr nachgedacht. Wir haben kein Handtuch, nix. Aber du hast ja alles unter Wasser gesetzt. Alleine den Zeppelin nicht. Ich kann das nicht alleine. Das ist viel zu groß. Und das bringt auch nichts. Jetzt habe ich sie umgedreht und jetzt setzt sich das Gras ab. Mir wickelt den jetzt so auf und kommt ins Regal. Das ist nur Gras. Wenn Kevin nicht hier ist, läuft gar nichts. Aber du hast ja mich. Wer soll für dir denn die Idee nehmen? Ganz jetzt ehrlich, jetzt hör mir mal genau zu. Die Plane, die muss hochgelegt werden. Die muss über eine Stange gelegt werden. Eine Riesenstange. Dann kannst du da mit Wasser ranspritzen und sauber. Dann tropft das nach unten, dann trocknet die auch. Die Sonne, Udo? Ja. Ist es warm, Udo? Ja. Haben wir große Fußballtore? Ja, sind die beweglich? Sind die beweglich? Ja. Dann ziehen wir ein Tor jetzt hierher. Und hast du das hier unten geschweißt oder Nein. was? Was hast du hier denn gemacht? Ja, da hab ich jetzt jemanden bestellt. Ach so. Das wird alles neu gemacht. Willst du nicht alleine? Komm her jetzt. Wilke, den kriegen wir da nicht rüber. Natürlich. Das Ding ist sau schwer und das willst du da rüberlegen. Alles klar. Ja, dann trocknet doch in der Sonne dann. Ich hab einen, der hat Bandscheibenvorfall. Der packt das Ding nicht an. Ich soll das gleich alleine rüberziehen. Ich kenn das doch. Von dir wieder kommen. Ich muss filmen. Aufräumen mit System mit Udo. Ja, wir brauchen da 4-5 Mann zu, um die Plane da rüber zu ziehen. Aber alles wie immer, nur schlimmer, ne? Ist ja dein Grundsatz. Fängst damit an, machst das alles und fällt dir ein, oho, mein Lieber, da fehlen ja 4 Leute. Mhm. Uhu, aha, oho, dir fehlen gleich paar Zähne. Oh, ich werde hier so was von gammelig, also echt. Der Haiopai, der mir seit Jahren erlebt hat. Wie willst du das alleine? Ja, Pfeif, gib mir eine rote Karte. Hau ab mit der Kamera. Du gleich in die Nase. Guck dir die Scheiße doch mal an, was du hier verzapft hast. Alles unter Wasser hier. Meine Fresse. Kann besser hier mit System mit Udo alleine arbeiten. Oh, was putzen. Ich hab doch noch gar nicht geputzt so richtig. Ist noch nicht richtig geputzt. Ich habe erstmal die Grundreinigung gemacht. Was ist das? Der Feinschliff kommt jetzt gleich. Da kannst du auch den schmutzigen Lappen nehmen. Und holst dann nochmal Wasser rüber und dann holst du den sauberen Lappen. Ist dir was aufgefallen? Das erste Video haperte schon an der Zeltplane. Jetzt das zweite Video. Es heißt Aufräumen mit System mit Udo. Und das heißt Aufräumen mit System mit Udo. Und nicht die Zeltplane hat das mit System mit Udo zu tun. Deine Zangen entfernen. Ich hab noch voll in die Flasche gekriegt. Guck, ich suche mal an. Hier, voll. Mann! Das kann nicht wahr sein. Herrlich! Wir haben heute ja Willi vieles geschafft hier mit System mit Udo. Aufräumen. Bin ich auch richtig stolz drauf und
Leck mich am Arsch. Weißt du, ich hab die Schnauze so voll. Aber was haben wir heute geschafft? Das ganze Werkzeug ist hier eingeräumt. Da ist Werkzeug eingeräumt. Der Werkzeugwagen von oben ist wieder sauber gemacht worden. Die Zeltplane, das müssen wir leider auf Samstag verschieben, weil die Plane muss heute Abend, hat die erste Ehrentraining, die müssen hier über das Tor legen mit ein paar Mann und dann kann ich das sauber spritzen. Das ganze System mit Udo braucht keiner anzweifeln, weil das System hat schon seine Richtigkeit. Mir, wenn man mir alleine so alleine ist, solche riesen Zeltplane, das geht einfach nicht. Da brauchst du 4, 5, 6 Mann, die Plane dann drüber legen. Also das müsst ihr euch jetzt wegdenken, dass die Zeltplane, das wird sauber gemacht. Und ja, das System funktioniert schon. So, und das Aufräumvideo mit System mit Udo ist jetzt vorbei. Also kommt kein dritter Teil. Nein, mir kann das, das sieht ja jeder. Wir haben ja jetzt wirklich schön aufgeräumt. Wir können es ja zwischendurch mal zeigen, wenn es dann komplett fertig ist. Also nächstes Jahr. Nee, das wird diese Woche noch alles fertig eingeräumt sein. Erstmal vielen lieben Dank, dass ihr immer da seid, dass ihr uns die Videos beguckt, dass ihr das immer teilt. Das ist auch ganz wichtig, dass geteilt wird. Das muss hinaus in die Öffentlichkeit. So, und recht herzlichen Dank, dass ihr so zu uns steht. Das bedeutet uns sehr viel und wir hoffen, wir haben noch viel Spaß miteinander. So, und jetzt muss ich zu Schickwilke. Ich habe keine Zeit mehr. Ich muss noch was Happy Happy machen und dann muss ich los. Ich weiß ja, mir ist ja nicht umsonst mit 36 Jahren mit Metall verheiratet. Ich bin immer pünktlich da. So, jetzt ist Schluss. Jetzt mach das Ding aus. Wilfried, du hast die Anweisung, weißt du? Zack, 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 einräumen und dann... Du hast die Ruhe weg, hast du gesagt. Hab ich auch, aber du kommst mir zu früh in die Tischen. Hä? Satan, du hast du super gemacht. Hast du echt super gemacht. Aber warum hast du die Innenseite nicht geputzt? So weit bin ich noch nicht gekommen. Hey, siehst du? Sieht man ja nicht. Ne? Ja, nee. Und so weit bin ich auch noch nicht mit der Zeltplane gekommen. Wilfried? Stress und Wattenchaos. Liebe Zuschauer, mir soll jetzt ein Outro machen. Mir hat keine Ahnung von Outro, nicht? Aber lasst einen Daumen unter den Kommentaren drin oder abonniert unseren Kanal oder wie auch immer. Ich hab da auch keinen Bock. Du hast dir nicht ein Wort gemerkt. Nee. Nicht ein Wort hast du dir gemerkt. Weil alles zu viel ist. Wir machen hier jetzt ein Outro, sagst du. Ich weiß doch noch nicht mal, was Outro ist. Abonniert jetzt den Kanal, mir hat auch kein Bock mehr hier. So, tschüss. Nee, du lachst. Was ist Outro? Das kommt am Ende. Ja, Outro, da kannst du ja mal sagen, das ist Schlusswort. Du bist sowas von kompliziert, bist du. Outro, Outro. Oh, ich mach jetzt ein Outro. Da liegt ein Haufen. Der muss jetzt in die Schubkarre. Blödsinn, Outro.